Wir kommen zum zweiten Teil. Zahlentheoretische Fragestellungen, die unmittelbar an die pythagoreische Tradition aus der ionischen Zeit anknüpfen. Sie erinnern sich vielleicht, diese Lehre vom Geraden und Ungeraden. Die findet man bei Nikomachos, welcher deshalb auch als Spätpythagoreer bezeichnet wird. Von Nikomachos Werken sind nur mehr die Werke zur Harmonielehre und Arithmetik enthalten, eine von ihm geschriebene Pythagoras-Biografie und eine Ausarbeitung zur Geometrie sind hingegen verschollen. Seine zahlentheoretischen Überlegungen führten Nikomachos auch zu einer Einführung von einer Reihe von Bezeichnungen für besondere Zahlen, etwa die heute noch gebräuchliche Bezeichnung vollkommene Zahl für eine Zahl, die gleich der Summe ihrer Teiler, außer natürlich sich selbst, ist. Ich will mich hier auf einige seiner Überlegungen zu Zahlen, Proportionen und Mittelwerten beschränken, die typisch für den griechischen Umgang mit dem ist, was die Griechen anstelle unserer Bruchrechnung mit Zahlenverhältnissen so angestellt haben und so ein bisschen das erweitert, was wir schon beim Eudoxos gesehen hatten. Bei Nikomachos werden drei unterschiedliche Beschreibungen dessen angegeben, was eine Zahl sei. Eine begrenzte Vielfachheit von bestimmten Größen oder eine Menge von Monaden, das heißt Einheiten und meint die Eins, oder eine Sammlung, die durch sukzessives Anfügen von Einheiten entsteht. Die zweite und dritte Beschreibung deuten wieder ganz klar darauf hin, dass nur das, was wir heute natürliche Zahlen nennen, als Zahl aufgefasst wurde. Wobei wiederum fraglich bleibt, ob die Einheit selbst, die Monade, also die Eins, überhaupt schon Zahl genannt werden kann. Primzahlen sind für Nikomachos stets ungerade, die 2 gildet also nicht. Neben den vollkommenen Zahlen gibt es dann entsprechend auch noch die abundanten Zahlen, bei denen die echten Teile aufsummiert mehr ergeben als die Zahl selbst, und die defizienten Zahlen, bei denen die Teilersumme der echten Teiler kleiner als die Zahl selbst ist. Auch bei Nikomachos finden sich in gewissem Sinne Brüche, aber eben nicht in der heutigen Form und auch nicht in der Form der Babylonier oder Ägypter, sondern eben als Verhältnisse von Zahlen oder Proportionen. Auf der Folie finden Sie die drei wichtigsten Proportionen: die arithmetische, die geometrische und die harmonische. Die arithmetische und geometrische Proportion sind jeweils als Doppelverhältnis von 4 Zahlen beschrieben. Wählt man dabei die jeweils mittlere Zahl übereinstimmt, so ist sie auch mit 3 Zahlen anwendbar. Die harmonische Proportion ist sogar nur für 3 Zahlen definiert. Zeit, uns mal einen Moment an die virtuelle Tafel zu begeben und zu klären, was diese Proportionen mit den Ihnen vermutlich bekannten arithmetischen und geometrischen Folgen und mit den entsprechenden Mittelwerten zu tun haben. Ich beginne mal mit der arithmetischen Proportion. Die arithmetische Proportion von 4 Zahlen ist gegeben. Ich schreibe das hier nochmal ab. Falls gilt, a minus b ist gleich c minus d, beziehungsweise in diesem Spezialfall, wo wir die mittleren Zahlen gleich wählen, sieht das dann hier so aus. Da können wir uns das d sparen. Untersucht hat Nikomachos das hier an arithmetischen Folgen, und die einfachste arithmetische Folge, die man sich so vorstellen kann, ja, das ist einfach die normale Zählreihe. Es gilt nämlich 4 minus 3 ist gleich 2 minus 1. Unterschied ist jeweils 1, beziehungsweise wenn Sie das mit gleichem mittleren Glied machen, 3 minus 2 ist gleich 2 minus 1. So, Sie müssten aber nicht unbedingt die Folge nehmen. Sie können auch die Folge nehmen, wo es immer 5 weitergeht. Also könnten Sie zum Beispiel sagen, 15 minus 10 ist dasselbe wie 10 minus 5. So, jetzt habe ich hier schon so ein Dreiergestaltbeispiel gewählt. So, ja, diese Proportion nennt man also arithmetisch. Und es gilt, dass bei den arithmetischen Folgen, ja, bei arithmetische Folge, wenn Sie nehmen an plus 3, minus an plus 2, dann ist das immer dasselbe wie an plus 1 minus an. Oder wenn Sie jetzt für den Dreierfall das nur aufschreiben wollen, an plus 2
minus an plus 1 ist gleich an plus 1 minus an. Und das kann man auch noch etwas anders hinschreiben. Wir sortieren das jetzt mal so etwas anders. Wir nehmen mal die ans auf eine Seite. Wir nehmen mal die an plus 1 alle auf eine Seite. So, also ich bringe das an plus 1 mal auf die Seite. Dann steht hier an plus 1 zweimal. Und das an bringe ich auf die andere Seite. Dann steht hier an plus 2. Ja, jetzt kann ich das nochmal umformen. Dann steht da an plus 1 ist gleich an plus 1 halberte. Natürlich nicht an plus 1, sondern an plus 2. Also dieses mittlere Folgenglied ist immer genau das arithmetische Mittel der zwei äußeren Folgenglieder, der benachbarten Folgenglieder. Jetzt machen wir das Ganze für die geometrische Folge. Das hat der Nikomachos gemacht, ich schreibe es mal eben hin, geometrisch für die Zweierpotenzen. Also der hat sich angesehen, ach, die 2 hoch 4 geteilt durch 2 hoch 3 ergibt dasselbe wie 2 hoch 2 geteilt durch 2 hoch 1. Beziehungsweise auch, wenn Sie es mit kleineren Zahlen schreiben, 2 hoch 3 geteilt durch 2 hoch 2 ist gleich 2 hoch 2 geteilt durch 2 hoch 1. Sie könnten hier oben auch höhere Zahlen nehmen, also ich kann auch nehmen 2 hoch 100 mal 2 hoch 99. Wichtig ist nur, ich muss immer Benachbarte durcheinander dividieren, dann stimmt das immer, weil bei geometrischer Folge haben Sie einen konstanten Wachstumsfaktor. Jetzt können wir uns auch nochmal anschauen, wie das bei der geometrischen Folge aussieht mit dem entsprechenden Mittelwert. Also wir nehmen hier wieder aus dieser Variante, das nehme ich das jetzt mal direkt raus, nicht aus der längeren. Also wenn wir nehmen an plus 2 geteilt durch an plus 1, dann ergibt das dasselbe wie an plus 1 geteilt durch an. Jetzt sortiere ich das wieder brav, also nehmen da mal wieder mal an plus 1 und mal an. Dann steht hier an plus 2 mal an ist gleich an plus 1 zum Quadrat. Ziehe ich noch die Wurzel, dann steht da also an plus 1 ist gleich die Wurzel aus an plus 2 mal an. Hier ist es also so, dass dieses mittlere Folgenglied immer die Wurzel ist aus dem Produkt der beiden nebeneinanderliegenden. Deswegen heißt das auch geometrische Folge und davon kommt das geometrische Mittel. So, jetzt haben wir auch noch die harmonische Proportion. Was ist denn die harmonische Proportion? Das hat was mit dem Höheren zu tun, das erläutere ich gleich noch. Ich zeige mal eben, wie das harmonische Mittel aussieht. Das hole ich mir auch wieder aus der Bestimmungsgleichung heraus. Wenn wir drei Zahlen haben, a, b und c, a minus b zu b minus c soll sein a geteilt durch c. Das funktioniert zum Beispiel für die Zahlen 1, 2 Drittel und 1 Halb. Mal schauen, ob ich auch keinen Quatsch erzählt habe. Erstmal sortieren wir die vielleicht noch der Größe nach. Die mittlere ist hier 1 Halb, also müsste gelten 1 minus 1 Halb geteilt durch, na, es ist natürlich das 2 Drittel, das Größere. Alter, Alter, was erzählt der denn hier? So, jetzt, das schneide ich jetzt ausnahmsweise mal nicht raus, damit das menschlicher wirkt. Also 1 minus 2 Drittel, das 2 Drittel ja größer als das 1 Halb, geteilt durch 2 Drittel minus 1 Halb. Das gucken wir uns jetzt mal an, was da rauskommen soll. Schön wäre, wenn da rauskommt 1 geteilt durch 1 Halb.
Schauen wir mal. 1 minus 2 Drittel ist 1 Drittel geteilt durch 2 Drittel minus 1 Halb. Das geht ja nicht glatt auf, also müssten wir hier sagen, wir nehmen 4 Sechstel minus 3 Sechstel, ist also 1 Drittel geteilt durch 1 Sechstel und das ergibt 2 zu 1. Und wenn Sie hier a einsetzen, ist das 1, 1 geteilt durch 1 Halb ergibt auch 2 zu 1. Das haut hin. So, jetzt wollte ich noch das harmonische Mittel daraus ableiten. Ja, dann muss das hier mal ein bisschen hochschieben. Da ist gar kein Platz mehr auf der Seite. Das heißt, ich muss das jetzt wieder nach der mittleren Zahl, also nach dem b, auflösen. Ja, a minus b geteilt durch b minus c ist gleich a geteilt durch c. Ja, da würde ich doch sagen, ich nehme auch erstmal jeweils wieder mal c und mal b minus c. Dann steht hier also auf dieser Seite a minus b mal c und auf der anderen Seite steht a mal b minus c. Jetzt löse ich jeweils die Klammern auf, steht hier also ac minus bc. Und auf der anderen Seite steht a mal b minus a mal c. Gut, da mache ich auch wieder das Gewohnte, plus ac, damit das auf der einen Seite steht, und plus bc, damit das auf der anderen Seite steht, steht hier 2 mal ac. Und auf der anderen Seite steht a mal b plus b mal c. Das können wir jetzt noch ein bisschen ausklammern. 2 mal ac kommt wieder hier hin. Das b wird ausgeklammert. Dann bleibt hier stehen a plus c. Gut, dann dividiere ich noch durch a plus c und stelle das b wieder so brav auf die andere Seite. Steht hier 2 mal ac geteilt durch a plus c und, oh Wunder, ich bin fertig, denn das hier ist tatsächlich das harmonische Mittel. Die harmonische Proportion bezieht ihre Bedeutung vor allem aus der Musiktheorie. Teilt man die Seite eines Instruments gar nicht, also Verhältnis 1 zu 2 Dritteln und in der Hälfte, so werden die drei Klänge, die dabei entstehen, für gewöhnlich als durchaus harmonisch empfunden. Hier ein kleines Hörbeispiel. Bei Boetius schauen wir uns dann zum Ende des Videos noch etwas genauer die Theorie hinter diesem harmonischen Klingen an. Tatsächlich bemerkte Nikomachos selbst übrigens nur bei den arithmetischen und geometrischen Folgen, dass das innere Glied einer Folge stets das entsprechende Mittel der beiden benachbarten Folgenglieder darstellt. Aus dem Physikunterricht dürfte Ihnen vermutlich Ptolemäus ein Begriff sein, genauer gesagt Claudius Ptolemäus, dessen geozentrisches Weltbild, in dem die Bewegung aller Planeten dogmatisch an Kreisbahnen gebunden war, das Verständnis vom Universum bis Kopernikus prägte, also bis ins 16. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung, und das Weltbild der katholischen Kirche sogar noch etwas länger, ich sag mal nur Galileo Galilei. Ptolemäus Hauptwerk heißt die große Zusammenfassung oder Almagest, wie der Titel auf Arabisch lautet, und enthält analog zu Euklids Elementen 13 Bücher und darf auch von der Bedeutung her so als Analogon zu den Elementen eben für den Bereich der Astronomie gelten. Wir wollen unseren Blick vor allem auf die enthaltenen trigonometrischen Überlegungen richten, insbesondere auf die Entwicklung der Sehnentabellen, die so ein Vorläufer der erstmals im Islam dann aufgekommenen Sinus- und Cosinus-Tabellen darstellen, die man bis zum Siegeszug der Taschenrechner ja noch verbreitet im Trigonometrieunterricht auch in der Schule eingesetzt hat. Trigonometrie ist ein unverzichtbares Hilfsmittel in der Astronomie, wie wir uns zunächst an einem Beispiel eines Vorgängers von Ptolemäus klarmachen wollen,
der bisweilen auch als Kopernikus der Antike bezeichnet wird, nämlich Aristarch. In Aristarchs über die Größen und Abstände von Sonne und Mond werden unter anderem die folgenden zwei Annahmen gemacht. Dass, wenn der Mond für uns halbiert erscheint, der Großkreis des Mondes, der die beleuchtete Hälfte von der dunklen trennt, genau in die Sichtlinie zur Erde fällt. Und, wenn der Mond für uns halbiert erscheint, seine Distanz um weniger als einen Quadranten vermindert wird um ein 1/31. Die erste Aussage bedeutet, dass zum Zeitpunkt des Halbmondes die Mondsichel von der Erde aus genau einen 90-Grad-Winkel mit der Sonne einnimmt. Ein Quadrant sind 90 Grad. Vermindert man diese um ein 1/31, so erhält man einen Winkel von 87,1 Grad. Das ist in der Abbildung der Winkel Beta, unter dem man von einem Punkt B auf der Erde Sonne und Mond wahrnimmt. Wobei fraglich ist, ob Aristarch den Winkel tatsächlich gemessen hat oder hier einfach nur postuliert hat. Mit dem Winkel können wir nun das Verhältnis der Entfernung zwischen Erde und Mond zur Entfernung der Erde von der Sonne leicht über den Kosinus oder eben über den Sinus ermitteln. Der ermittelte Wert 19,7, der ist allerdings leider nicht so ganz richtig. Der Winkel ist nämlich real noch etwas größer, 89 Grad und 51 Minuten. Und diese eher kleine Abweichung, 87 zu 89, hat erhebliche Folgen. Das wahre Verhältnis des Abstandes von Erde zum Mond zu Erde zu Sonne beträgt nämlich nicht 20, sondern 380. Dennoch nötigt uns Aristarchs Leistung mathematisch einigen Respekt ab. Er verfügt nämlich gar nicht über Winkelfunktionen wie den Sinus und muss daher mit der Hilfsfigur hier rechts im Bild elementargeometrisch ermitteln, wie groß das Verhältnis ist. Er rechnet dabei exakt denselben Wert wie wir heute mit dem Sinus. Da der Beweis gut anderthalb Seiten A4 füllt, verzichte ich hier aber darauf. Hätte Aristarch nur den korrekten Winkel gekannt, also statt 87 diese 89,5 genommen, so wäre seine Berechnung ansonsten vollkommen korrekt gewesen. Schon zu Aristarchs Zeiten gab es, motiviert durch die Astronomie, so eine Art Analogon zu den heutigen Winkelfunktionen, nämlich die Sehnenfunktion Chorda, zu der sich auch eine Tabelle im Hauptwerk des Ptolemäus findet und bei der dann eine Reihe trigonometrischer Überlegungen angestellt werden. Anstelle, wie wir es heute gewohnt sind, die Winkelfunktion an rechtwinkligen Dreiecken zu definieren, arbeiten die alten Griechen und mit ihnen Ptolemäus mit Sehnenlängen gleichschenkliger Dreiecke. Ptolemäus schreibt diese einem Kreis mit einem nicht ganz zufällig gewählten Radius von 60 Längeneinheiten ein. Diese Sehnenlängen oder eben das Verhältnis von Sehnenlänge zu Radius nennt man auch Chorda, abgekürzt CRD. Es besteht ein enger Zusammenhang zum Sinus. Beim Radius 1 wäre die Chorda des Winkels Alpha gerade doppelt so lang wie der Sinus des halben Winkels, also Alpha halbe. Für einige ausgewählte Winkelgrößen lässt sich die Länge der Chorda recht einfach bestimmen. Bei 60 Grad haben wir ein gleichseitiges Dreieck. Die Chorda ist also so lang wie der Radius, also wenn wir den Radius 60 wählen, ist sie wieder 60. Bei 90 Grad können wir den Satz von Pythagoras direkt benutzen, um als Länge Wurzel 2 mal den Radius zu erhalten. Ptolemäus gibt die Chorda-Längen dabei in Ganzen, Sechzigsteln und 60 Quadratsteln an, nutzt also die von den Babyloniern überlieferten Sechsagesimalbrüche. Er nutzt auch exakt den Näherungswert für Wurzel 2, den wir in der Vorlesung schon auf der babylonischen Tontafel YBC7289 gesehen hatten. Für den Nachweis der Chorda für 30 Grad müssen wir mal wieder kurz an die virtuelle Tafel. Es steht noch aus, die Chorda für 120 Grad. Jetzt sieht man hier ja schon wieder ein rechtwinkliges Dreieck. Ich werde jetzt mal die gesuchte Größe der Chorda x nennen. Dann ist das hier wohl halbiert, also ist hier unten nochmal x halbe. Und diese Länge hier ist offensichtlich diese Höhe in dem gleichseitigen Dreieck.
ich mache das jetzt mal ohne Formel für die Höhe des gleichseitigen Dreiecks komplett zu Fuß. Dann haben wir erstmal, das gilt laut Satz von Pythagoras, dass x Quadrat dasselbe ist wie r, na, r sollte ich da nicht schreiben, h Quadrat plus x halbe in Klammern zum Quadrat. Jetzt wüsste ich natürlich gerne, wie lange ist denn diese Höhe? Ich weiß, wie lang der Radius ist, in unserem Fall 60, oder allgemein könnte ich das sonst als groß R stehen lassen. Jetzt ist aber die Überlegung folgende. Wenn Sie hier mal scharf hinsehen, in diesem Dreieck ist das hier zwar eigentlich als Streckensymmetrale reingezeichnet, in so einem gleichseitigen Dreieck fallen aber alle besonderen Linien zusammen. Das ist also insbesondere auch jeweils die Schwerlinie. Also teilen die sich da im Verhältnis 2 zu 1, also das hier ist genau 3 halbe Mal so lang, ja, wie das hier. Also die Höhe ist 3 halbe von R oder R ist 2 Drittel von der Höhe. Gut, das können wir jetzt mal benutzen. Dann steht da, x Quadrat ist gleich 3 halbe R in Klammern zum Quadrat plus x halbe zum Quadrat. Ja, jetzt würden Sie wahrscheinlich die x halbe dann gerne noch auf die andere Seite bringen. X halbe zum Quadrat. Bleibt hier x Quadrat minus x halbe zum Quadrat ist gleich 3 halbe R zum Quadrat. So, müssen wir mal Quadrate auflösen. X Quadrat minus x Quadrat Viertel ist gleich 9 Viertel R Quadrat. Gut, machen wir noch ein bisschen weiter. X Quadrat Viertel sind 4 Viertel, also steht hier 3 Viertel. X Quadrat ist gleich 9 Viertel R Quadrat. Ja, jetzt werden wir das wohl noch mal 4 nehmen. Dann bleibt übrig 3x Quadrat ist gleich 9 R Quadrat. Wenn wir es noch durch 3 teilen, haben wir x Quadrat ist gleich 9, Quatsch, durch 3 geteilt, 3 R Quadrat. Und jetzt werden wir noch die Wurzel ziehen und dann steht hier x ist gleich Wurzel 3 mal R und ich habe für diesen Beweis fertig. Nun haben wir allerdings erst 3 Werte. Ptolemäus kennte dann auch noch von Euklid schon zum Teil Herleitung der Seitenlängen des regelmäßigen Fünfecks, also für 72 Grad, und des regelmäßigen Zehnecks, also für 36 Grad. Aber wie kommen wir nun an Werte für noch kleinere Winkel? Glücklicherweise verfügte Ptolemäus auch über eine Formel für die Chorda des jeweils halben Winkels, also gegeben der Winkel Alpha, wie groß ist die Chorda für Alpha halbe, beziehungsweise hier im Beweis ist es so gemacht, gegeben Sie kennen die Chorda für 2 Alpha, wie können Sie dann die Chorda für 1 Alpha berechnen? Auf der Folie ist die Herleitung, die können Sie sich in einer ruhigen Viertelstunde daheim einmal genauer ansehen. Im Wesentlichen besteht das einfach nur aus zweiweiliger Anwendung des Satzes von Pythagoras in unterschiedlichen Teildreiecken. Damit konnte jetzt Ptolemäus dann schon für 60 halbe, also 30 Grad, 30 halbe, also 15 Grad, 15 Grad halbe, also 7,5 und so weiter die Chordalänge bestimmen. Und dasselbe Spiel könnte man natürlich auch bei den 36 oder 72 Grad anfangen, 18 Grad und so weiter und so weiter. Auch damit kommt man allerdings nicht an alle Werte, die einen interessieren, wenn Sie sagen, Sie wollen von 0 bis einem rechten Winkel alle Chordalängen aufstellen. Oder vielleicht sogar noch darüber hinaus, wir hatten ja auch 120 Grad gesehen. Aber Ptolemäus kannte auch noch eine Formel für die Chorda des Winkels, der sich als Differenz von 2 Winkeln errechnen lässt, für die man die Chorda schon kennt. Damit kriegt man dann schon wieder noch eine Menge mehr Werte. Sie können ja zum Beispiel mal von 36, 30 abziehen, haben Sie den 6-Grad-Winkel und so weiter und so fort. Es bleiben dann aber immer noch Winkel, die Sie nicht so darstellen können. Dafür kannte Ptolemäus eine ganz gute Abschätzung, wo die zwischenliegen. Das hat dann schon gereicht, damit er eine Chorda-Tabelle für alle Winkel von 0 bis 180 Grad aufstellen könnte,
jeweils in Schritten von einem halben Grad. Und wenn Sie da mal genau hingucken, selbst bei den interpolierten Werten haben Sie da erst Abweichungen in der vierten Nachkommastelle. Das ist also schon sehr gut und aber auch sehr wichtig, weil wenn Sie mit großen Entfernungen und so rechnen, brauchen Sie natürlich auch hohe Genauigkeit. In der Geschichtsschreibung der Mathematik gibt es, wie allgemein in der mitteleuropäischen Geschichtsschreibung, fraglos sowas wie einen Gender Gap, der natürlich eng mit den bis weit ins 20. Jahrhundert fortdauernden patriarchalen Strukturen zusammenhängt. Hypatia ist mit Sicherheit keine Ausnahmeerscheinung, wenn es um den Umstand geht, dass sich zu allen Zeiten trotz gewisser männlicher Vorbehalte selbstverständlich auch Frauen mit Mathematik beschäftigt haben. Sie ist aber eine Ausnahmeerscheinung für die antike griechische Mathematik, insofern sie die einzige Frau darstellt, für die wir über substanzielle Quellen zu Art und Umfang der mathematischen Betätigung verfügen. Teilweise gemeinsam mit ihrem Vater Theon arbeitete sie an Kommentaren zu Ptolemäus Almagest und einer Ausgabe von Archimedes Kreismessung. Sie verfasste Arbeiten zur Oberfläche und zum Volumen im Anschluss an Archimedes und Kommentare zur Konika von Apollonius. Nun wird allgemein die Arbeit von Editorinnen und Editoren und Kommentatorinnen und Kommentatoren eher etwas geringer geschätzt als die der Originalschreibenden. Kommentare und Editionen sind aber mehr als bloße Randnotizen. Editorinnen und Editoren bessern ja zum Beispiel Fehler aus. Kommentatorinnen und Kommentatoren fügen bisweilen auch ganz neue Inhalte hinzu, eigene Beispiele oder ergänzen zum Beispiel auch Beweise. Es ist dann gar nicht immer so klar, was dann noch vom Originalautor stammt und was von der Kommentatorin oder dem Kommentator hinzugefügt worden ist. Umstritten ist, ob nicht vielleicht die arabischen Übersetzungen der diophantischen Arithmetik, auf die wir uns heute stützen müssen, im Wesentlichen auf Kommentaren von Hypatia beruhen. Überliefert ist das tragische Schicksal der Hypatia. Als das Christentum Staatsreligion im Römischen Reich wurde, wurde die griechische Religion praktisch verboten. Auch Teile der griechischen Philosophie, mithin auch Teile der Mathematik, galten zumindest als suspekt. Der Patriarch Cyrill verbreitete im Streit mit dem römischen Präfekten Orestes, dem Hypatia nahestand, das Gerücht, der von ihr gehaltene Unterricht an der Alexandrinischen Akademie in Philosophie und Mathematik diene in Wahrheit der Verbreitung von Hexerei. Hypatia wurde schließlich der Ketzerei verurteilt und 415 erhängt, womit dann die traditionsreiche alexandrinische Schule der Mathematik faktisch erledigt war, was uns dann auch zum Ende des zweiten Teils führen muss.